Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstuffer natürlich mal wieder. Und das Fußballjahr 2018 neigt sich so langsam wirklich dem Ende zu. In ein paar Tagen haben wir 2019. Ich wollte schon sagen FIFA 19. Und ja, Grund genug, den Herbst noch mal kurz Revue passieren zu lassen und die Spielerbewertungen natürlich rauszuhauen. Es gab ja wirklich einen sehr, sehr bewegten Herbst in Schwarz-Weiß und dementsprechend ja, sind wahrscheinlich die Bewertungen diesmal jetzt nicht bei jedem Kicker die allerbesten, aber die letzten Partien gerade unter dem neuen Trainer Roman Mehlich haben mir durchaus Mut gemacht auf ein hoffentlich mal erfolgreiches Frühjahr. Ich drücke beide Daumen, dass wir den Start endlich mal nicht vermasseln und in Mattersburg, so Gott will, 3 Punkte holen. Also, wir fangen gleich mal an mit den Torhütern. Da gab es eigentlich nur einen wirklich relevanten Namen und das war natürlich Jörg Siebenhandel, der ab und zu mal Teamgoalie mit einer insgesamt trotzdem souveränen Hinrunde. Zu Beginn hat er sich von der Unsicherheit seiner Vorderleute schon auch anstecken lassen. Man denke an die Auswärtspartie in Amsterdam bei Ajax, wo er doch einen dicken Patzer auch dabei hatte, oder auch bei den Lala-Cup-Partien und. Also auch Siebenhandel hatte nicht den erfolgreichsten Herbst, muss man ehrlich zugeben, aber hat sich so wie seine Kollegen in der Defensive größtenteils dann schon auch gesteigert, bekommt deswegen nichtsdestotrotz einen Zweier von mir für die Herbstsaison. Natürlich ist noch Luft nach oben, um wirklich seine Topform der Vorsaison wieder zu bekommen, aber ich bin da guter Dinge, dass ja weiterhin gerade mit dem neuen, nennen wir es mal Mehlich-Konzept, wo ja die Defensive schon ein bisschen forciert wird oder eben die Defensivarbeit, dass auch Jörg Siebenhandel das zugutekommen wird. Also bei den Keepern Siebenhandel mit einer 2 und ja, wir machen eben dann weiter mit den Verteidigern. Und da haben wir natürlich die 3 klingenden Namen, Dario Marisic, Tasos Aphonitis und last but not least Lukas Spenglhofer. Alle 3 hatten eine ähnliche Herbstsaison, würde ich mal behaupten, weil sie auch meistens zusammen auf dem Platz gestanden waren. Man hat ja sowohl unter Heiko Vogel als auch jetzt unter Roman Mehlich eher die Dreierkette oder die Fünferkette im Defensivverbund mehr forciert als jetzt eine Viererkette, eine klassische. Und ja, man muss sagen, es hat sehr, sehr schwach begonnen von allen. Also bei Aphonitis, da mache ich noch Abstriche, weil er erst im Sommer neu gekommen war, auch wenn er den Verein schon gekannt hat. Trotzdem, jeder neue Transfer nach ein paar Jahren, ja, man muss sich erstmal eingewöhnen. Punkt. Dario Marisic hat auch bei mir ein bisschen Welpenschutz noch immer, ist immer noch ein junger Spieler, wenn auch hochtalentiert und ganz klar unter seinen Erwartungen geblieben. Und Lukas Spenglhofer, eigentlich so der Evergreen mittlerweile in der Innenverteidigung bei unseren Blackies. Von dem hat man auch schon bessere Tage gesehen, hat sich aber auch gegen Ende des Herbstes endlich wieder steigern können und ja, insgesamt sieht das Ganze ja mittlerweile, man darf ja nicht vergessen, die letzten 4 Partien in der Liga ohne Gegentor, auch da natürlich die Innenverteidigung maßgeblich daran mit einem Anteil und ja, insgesamt trotzdem alle für mich Durchschnitt, alle mit einem klaren Dreier. Bei Marisic, es kann natürlich besser werden, es muss auch wieder besser werden, aber er hat ja, glaube ich, die Kurve auch wieder gekratzt. Aphonitis hat sich so klammheimlich zum heimlichen Abwehrchef gemausert und ja, bei Lukas Spenglhofer, wo es ja auch Transfergerüchte gibt, ziemlich besorgniserregende, Stichwort Austria, wehe. Ja, auch da hat man in den letzten Partien auf jeden Fall gesehen, ja, dass er seine Leistung nach wie vor bringt oder bringen kann. Und ich hoffe natürlich, dass er uns zum einen im Frühjahr erhalten bleibt und dass er seine Leistung weiterhin halten und auch vielleicht sogar steigern kann. Ansonsten, ja, ist es das mit den relevanten Spielern in der Innenverteidigung. Wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Und da sind die 3 interessantesten Personalien, Ferreira, Schrammel, Fabian Koch und mit Abstrichen sogar Stefan Hierländer, der eigentlich ja im Mittelfeld, bisschen weiter vorn beheimatet ist. Für Hierländer, der hat ja notgedrungen mehr oder weniger den Linksverteidiger die meiste Zeit begleitet in diesem Herbst, hat seine Sache ordentlich gemacht, bekommt einen 3er von mir, auch wenn man gemerkt hat, es ist jetzt nicht unbedingt seine Lieblingsposition, hat es der Kapitän ohne Murren relativ souverän gelöst. Felipe Ferreira war von Anfang bis Ende eigentlich ein Flop, muss man ehrlicherweise sagen. Mit relativ viel Vorschusslorbeeren nach Graz gekommen aus Portugal. Ja, aber da
von einem Spieler, der einfach über 100 Partien in der höchsten portugiesischen Liga gemacht hat, erwartet man sich mehr, hat es einfach nicht sein sollen. Auch dem natürlich geschuldet, dass die ganze Mannschaft am Anfang nicht wirklich harmoniert hat, gerade im Defensivverbund. Da gab es ja, glaube ich, 10 Spiele am Stück, mindestens 2 Gegentore, und auch Ferreira ist das Ganze natürlich nicht gut bekommen. Deswegen Ferreira leider, tut mir leid, eine glatte 5. Da stehen ja auch die Zeiten scheinbar wieder in Richtung Abschied. Dann hat man natürlich ja mit Thomas Schrammel eine Personalie, die für mich persönlich nie so ganz Thema war, aber jetzt im Moment gesetzt ist, links hinten, und das auch zu Recht. Also Thomas Schrammel, die positive Erscheinung von den Linksverteidigern, muss man sagen, auch wenn die Messlatte nicht besonders hoch hing. Aber mir gefällt Schrammel, ehrlich gesagt, von allen drei, die die Position spielen könnten, am besten auch noch. Und ja, ich finde es gut, dass man sich in der Richtung auch umschaut. Walci von Innsbruck hört man immer wieder, oder vielleicht doch Stefan Stangl, der aktuell vereinslos ist. Auf jeden Fall ist im Moment Schrammel da, glaube ich, auch die beste Lösung. Gerade defensiv lässt er wenig zu, offensiv ist ein bisschen ausbaufähig das Ganze, aber unterm Strich ist es okay. Schrammel für mich deswegen ja mit einer, würde ich trotzdem sagen, sogar eine 2-. Also da ist wahrscheinlich spielerisch gar nicht mehr so weit viel drin, ohne dass es disrespektierlich sich anhören soll, aber er macht seine Sache gut, und ich glaube, wenn man sich ja die aktuelle Saison so angesehen hat, was für Gegentore wir bekommen haben, dann kann man mit der Leistung von Schrammel auch gut leben. Also so viel zur linken Seite. Auf der rechten Seite hat man eigentlich nur Fabian Koch, der ist auch so der Dauerbrenner auf dieser Position, ja, hat auch sehr schwach begonnen, hat sich auch gesteigert, ist übrigens mit 2 Treffern sogar der 5. Torschütze im Club. Auch das sollte so den Kollegen ein bisschen zu denken geben. Auf jeden Fall auch Koch, ja, so zwischen 2 und 3. Für die 2 reicht es vielleicht nicht ganz, weil bei Koch, der kann trotzdem noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Er kommt aber langsam, hat aber auch sehr viel schwache Partien schon gehabt, deswegen nur eine 3+, aber natürlich mit Luft nach oben, und ich glaube auch, das wird sich im Laufe des Frühjahrs dann in der Offensive, beziehungsweise generell im, ja, in der oberen Leistungskategorie, dass mir da noch irgendein Wort einfällt, auf jeden Fall noch einpendeln. Im defensiven Mittelfeld, da sind die 2 prägendsten Namen, L&L, Lovric und Lackner. Die beiden duellieren sich da auch immer so ein bisschen um den Platz auf der 6, also um den Stammplatz auf der 6, neben Peter Schul. Und ich muss sagen, ja, am Anfang war ja Lackner eher noch ein bisschen mehr gesetzt, Lovric, ja, mit auch ganz schwachen Partien. Also man muss sagen, es war so ein bisschen das Duell Not gegen Elend, ehrlicherweise, ohne dass es böse gemeint ist. Aber auf jeden Fall haben sich beide, meiner Ansicht nach, gerade in den letzten Partien enorm gesteigert. Lovric nochmal extrem mehr. Also bei Sandi Lovric, man hat gewusst, da ist Potenzial da. Aber seit jetzt Roman Mehlich wirklich das Trainerzepter in Graz schwingt, ist Lovric wie ausgewechselt. Das wirkte für mich schon teilweise, ich will nicht sagen lustlos, ich will kein was unterstellen, aber das war schon einfach schwach. Mittlerweile Lovric zweikampfstark, lauffreudig, so wie man ihn haben will, und ja, ich freue mich ehrlich gesagt da schon extrem auf das Frühjahr. Bei Lackner, ja, der hatte schon zu Beginn sehr große Startschwierigkeiten, hat sich dann aber auch ein bisschen gemausert. Bei Lackner glaube ich trotzdem, dass so der ganz große Sprung nach oben nicht mehr kommen wird. Lackner erinnert mich in der Richtung ein bisschen an Simon Piesinger. Ja, da wird es vielleicht eine gute Phase geben, aber Lackner, ich glaube einfach, ja, ein souveräner Backup, den man auch immer in der Startelf gebrauchen kann. Defensiv erledigt er seine Aufgaben jetzt auch sehr viel besser als zu Beginn der Herbstsaison. Also in der Richtung würde ich beiden eigentlich, ja, so zwischen, also bei Lackner ist es für mich ein klarer Dreier, eher mit einer Minus. Da glaube ich, geht noch ein bisschen mehr. Bei Lovric würde ich sagen, ja, so zwischen 3 und 2 sogar. Also ich würde trotzdem, ja, die letzten Partien, die waren sehr stark, aber ja, es waren auch sehr viele schwache Partien. Also insgesamt trotzdem noch ein Dreier mit einem Plus, aber ich bin bei Lovric sehr, sehr gespannt. Wenn der das im Frühjahr das halten kann, was er jetzt wirklich abgeliefert hat, ja, dann können wir da sehr, sehr gespannt noch drauf sein. Im zentralen Mittelfeld, da sind die prägendsten Namen Peter Schul und Ota Kitaishvili. Schul, ja, immer so dieses zwischen Genie und Wahnsinn, und diese ewigen Transfergerüchte, die gehen mir, glaube ich, wie den meisten Sturmfans nur mehr auf die Eier. Ja, einfach, weil klar, bei Schul, bei jedem Interview, gerade zu Saisonbeginn, war es wahnsinnig mühsam, immer wieder was zu lesen, ob es jetzt bei Spoxler oder 1TV oder wie sie alle heißen, war auf jeden Fall die ganze Zeit, ja, Schul, wo geht er hin? Wir wissen mittlerweile alle, er möchte entweder nach Deutschland, Italien
oder nach Spanien. Ja, ob der Transfer dann zustande kommt, ist eine andere Geschichte. Fakt ist allerdings, dass Peter Schul nach wie vor der wichtigste Spieler bei unseren Blackies oder zumindest einer der allerwichtigsten Spieler bei unseren Blackies ist. 5 Tore, 4 Assists, glaube ich, in der Herbstsaison. Damit der beste Scorer im Verein nach wie vor. Hatte zu Saisonbeginn gerade ein extremes Loch nach seinem gescheiterten Sommertransfer. Aber hat sich jetzt auch wieder gemausert, hat den Kopf frei bekommen. Deswegen ja ein Appell an die Zeitungen, bitte lasst den Jungen in Ruhe. Er soll einfach mal Fußball spielen. Und ob er das dann im kommenden Sommer irgendwo in Deutschland oder in Italien oder in Spanien oder sonst wo macht, ist mir dann auch egal. Wichtig ist, jetzt ist er Spieler von Sturm. Also wenn der Peter zuschaut, jetzt bist du noch Spieler von Sturm. Einfach die Leistung weiter bringen und dann, ja, ist Ruhe im Karton. Also Peter Schul für mir nur eine 2, da ist noch mehr drin, aber er macht seine Sache mittlerweile auch wieder ganz gut, obwohl er wirklich auch Auftritte hatte, wo du dir denkst, puh, ja, mit einem Mann weniger wird es wahrscheinlich auch nicht anders ausschauen auf dem Feld. Dann haben wir mit Ota Kitaishvili auch ja so ein bisschen eine Wundertüte immer noch. Zuletzt ging Jadmira im letzten Spiel vor der Winterpause sein erstes Tor im schwarz-weißen Dress. Ja, der kleine Speedy Gonzalez, sehr, sehr viel am Rumwuseln. Was mir ein bisschen bei ihm noch ja negativ aufstößt, ist so ein bisschen die Eigensinnigkeit. Wenn er doch mehr dieses Auge für den Mitspieler entwickelt, ja, dann kann Kitaishvili, ich will nicht sagen ein Schulersatz werden, aber weil die Spieler Typen ja trotzdem jetzt nicht so ganz unähnlich sind, glaube ich, könnte auch Kitaishvili die Rolle von Peter Schul in Zukunft vielleicht weitestgehend übernehmen. Könnte ich mir zumindest vorstellen in der Richtung. Also Kitaishvili bekommt von mir auch eher eine 2-, da waren auch natürlich durchschnittliche Leistungen dabei, aber nie dieser ganz große Abfall wie beim einen oder anderen arrivierten Akteur. Deswegen, ja, Kitaishvili eher noch die 2 bei mir und ich bin gespannt auf mehr. Wenn da noch ein bisschen mehr Auge für den Mitspieler dann mitspielt, Auge für den Mitspieler dann mitspielt oder ja, der Abschluss vielleicht dann auch noch, dann ja, bin ich gespannt, was der kleine quirlige Ota uns im Frühjahr zeigen wird. Weiter geht's eben mit den Flügeln. Da fangen wir mit den Rechtsflügeln an oder Rechtsmittelfeldspielern. Da ist natürlich Stefan Hierländer. Da kam er schon mit den Linksverteidigern vor, hat zuletzt aber eher auf der rechten Seite seine Partien absolviert, auch gute Leistungen gebracht. Ich finde insgesamt, also als Rechtsmittelfeldspieler oder generell als Mittelfeldspieler gefällt ihm mir halt besser als jetzt in der Linksverteidiger, auf der Linksverteidigerposition. Deswegen für mich Hierländer als rechter Mittelfeldspieler eine 2, fand ich eigentlich ganz gut. Wenig Ausreißer nach unten, immer präsent und ja, wenn der sich da wirklich wieder ein bisschen eingestellt hat drauf, dass er jetzt doch wieder mehr Offensivakzente setzen darf oder kann, ja dann glaube ich auch, wird da noch mehr kommen. Also zwischen 2 und 3, aber bei Hierländer würde ich eher auf die 2 noch gehen. Dann haben wir natürlich noch Husbeck, der ist eher so als Edeljoker dabei. Ja, so zwischen 2 und 3, schwer zu definieren. Bisschen wirbeln tut er eigentlich fast immer, wenn er neu aufs Feld kommt. Aber ja, Scorerpunkte sind halt da eher die Ausnahme, ist aber in dem Fall nicht tragisch, solange er frischen Wind reinbringt. Dann eben Raphael Obermeier, für mich eine der Enttäuschungen des Herbstes, ja, neu von Bayern 2 im Sommer gekommen. Auch relativ viel Vorschusslorbeeren, Stand jetzt würde ich eben sagen, ja, reicht es nicht so ganz. Also deswegen, Obermeier würde vielleicht eine Laie ganz gut tun. Ich könnte mir da vorstellen, Altach oder Hartberg so um den Daumen herum, etwas in der Art, mit etwas familiärerem Umfeld. Und dann könnte man Obermeier vielleicht dann ein bisschen neutraler bewerten. Ansonsten ist es für Obermeier für mich eher eine klassische 4 bis 5 in der Richtung. Also 22 Jahre, halbes Jahr bei Sturm, okay. Vielleicht noch den Vierer, aber eigentlich war er bis dato, so leid es mir tut, noch keine Verstärkung für die Blackies. Auf der linken Seite am Flügel, da haben wir natürlich mit Jakob Janscher, oder hätten wir mit Jakob Janscher ja einen Spieler, der für Furore sicherlich sorgen könnte. Aktuell ist er ja auf dem Weg der Besserung. Ich hoffe natürlich, dass das Comeback ja sehr, sehr bald kommen wird. Vielleicht sogar in Mattersburg. Auf jeden Fall liebe Grüße an der Stelle. Aber ohne Bewertung, ganz klar, weil er da ja noch kein Spiel bestreiten konnte, eben notgedrungen. Michael John Lehmer ist dann ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Also sicher einer dieser Man to Watch in der Saison. Letztes Jahr war so Marisic der große aufgehende Stern. Heuer könnte es, ohne es wahrscheinlich zu wollen, Lehmer sein. Hat eben auch gerade Ende des Herbstes unter Mehlich auch
paar Einsätze mehr bekommen, aber schon auch unter Vogel teilweise. Also ich glaube, dass ja, mit Lehmer wir noch sehr, sehr viel Freude haben werden. Bis jetzt macht er das Ganze gut, unaufgeregt, spielt eigentlich schon sehr abgeklärt für sein Alter. Also eine 2 bekommt er auf jeden Fall. Luft nach oben ist selbstverständlich vorhanden, aber ja, wenn er so weitermacht, dann glaube ich, können wir uns auf ein sehr, sehr gelungenes Frühjahr von Michael John Lehmer natürlich freuen. Als nächstes kommen wir zu Lukas Krocurek. Seine Position eigentlich links außen, aber wirklich eher linker Flügel. Also mehr so die Ronaldo-Messi-Position statt jetzt wirklich den linken Mittelfeldspieler. Also Defensivarbeit ist jetzt nicht so seins, was ich mitbekommen habe. Offensiv allerdings kann er auch den Unterschied ausmachen. Hat jetzt mit, glaube ich, 4 Toren auch ja, ein auf jeden Fall Knipsernäschen ein bisschen bewiesen, wenn er vors Tor kommt. Hat ja auch teilweise sogar Stürmer mit Husbeck gespielt. Also bei Krocurek könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht, sollte man es nicht schaffen, eine vernünftige Alternative zu Isé beispielsweise im Winter zu finden, also einen vernünftigen Sturmpartner, dann würde ich Krocurek wahrscheinlich präferieren auf der Position, weil man schon gesehen hat. Also es kann funktionieren. Ja, die Defensivarbeit, die müssen halt andere machen. Ich hoffe, dass wirklich eine Frühjahrsvorbereitung oder eine Wintervorbereitung ihm da nochmal ja, ein bisschen Feuer und am allerwertesten macht, dass das Ganze ja dann hinhaut. Denn irgendwo fehlt trotzdem das letzte Quäntchen, dass man sagt, okay, Krocurek, der Transfer war geil. Da ist Potenzial da, aber es fehlt noch ein Stückchen. Deswegen Krocurek, trotz seiner wirklich bis jetzt guten ja, Statistik, also mit eben 4 Toren und auch ein paar Assists, ja, reicht es noch nicht ganz. Also ich würde ihm trotzdem nur eine 3 plus geben, aber da bin ich sehr, sehr gespannt auf jeden Fall aufs Frühjahr. Und last but not least jetzt unsere Stürmer. Auch das eine der großen Baustellen neben der Linksverteidigerposition in diesem Herbst. Und da haben wir ja mit Emeka Freude-Ese, Philipp Hosener und Markus Pink eigentlich 3 mehr oder weniger klingende Namen für österreichische Verhältnisse eigentlich auf dem Platz gesehen. Ja, der Einzige, der wirklich überzeugen konnte, würde ich sagen, wäre eindeutig Ese. Der große Goalgetter ist er zwar nach wie vor nicht, aber so langsam funktioniert es mit dem Toreschießen. Also bei Ese muss ich sagen, ohne dass er jetzt wirklich einen richtigen Sturmpartner hätte, damit würde er wahrscheinlich noch besser zur Geltung kommen. Nicht unbedingt das Torschütze, aber es würde, glaube ich, generell für Sturm einfach gut sein, wenn Ese da einen vernünftigen Sturmpartner hätte, der wirklich die Knipserrolle übernehmen kann. Und wie gesagt, sollte man keinen adäquaten Stürmer finden, dann würde ich Krocurek da ausprobieren, einfach weil wir Hosener und Ese ein bisschen zu ähnlich sind, wobei Ese einfach bulliger und körperlich viel präsenter ist. Und ja, bei Markus Pink habe ich das Gefühl, es reicht nicht so ganz. Also als Backup ist er auf jeden Fall okay, aber nicht unbedingt für mehr. Und da, glaube ich, fehlt es noch ein bisschen. Bei Ese eben, um auf ihn zurückzukommen, würde ich sagen, eine klare 2. Hat seine Leistungen größtenteils schon gebracht, hatte am Anfang auch Probleme, gerade im körperlichen Bereich augenscheinlich, hat sich aber zurückgekämpft. Mittlerweile ist er wirklich schon wieder in Richtung, dass er wieder der Alte wird, und ich bin da positiv gestimmt, dass Ese uns auch im Frühjahr noch viel Freude machen wird und hoffe natürlich, dass es mit ihm so weitergeht. Zu Philipp Hosener, der ist ja auch ehemaliger Torschützenkönig in Österreich, und dieses Schild hat er aber auch irgendwo immer hinten dran kleben. Man hat ja auch Ablöse für ihn bezahlt, auch da ist der Druck dann nicht weniger dadurch, hat aber bis jetzt 3 Tore erzielt. Also für einen Stürmer seiner Klasse, und das ist jetzt die Kernfrage, wo seine Klasse eigentlich liegt, ist es eigentlich zu wenig. Sollte Hosener jetzt wirklich so für die Zukunft der Backup-Stürmer Nummer 1 sein, der ab und zu reingeschmissen wird, weil so war es auch in diesem Herbst größtenteils, okay, dann würde ich noch sagen, ist die Torausbeute gar nicht mal so dramatisch. Das gleiche gilt für Pink übrigens auch. Wobei, gut, Pink kam aus Mattersburg und hat, glaube ich, in der ganzen letzten Saison, keine Ahnung, 3 Tore oder so erzielt. Allerdings auf der rechten Mittelfeldposition. Deswegen, ja, bei Hosener und Pink wartet man bei beiden noch auf den kompletten Durchbruch. Ich persönlich würde auf Nummer sicher gehen und einen Stürmer im Winter verpflichten, lieber Herr Kreisel. Bitte.
Aber ansonsten würde ich sagen, beide ja. Zwischendurchschnittlich und leicht unterdurchschnittlich. Pink für mich eine 3, weil bei mir die Erwartungshaltung an ihn sowieso nicht die allerhöchste war. Bei Hosiner ist es eher trotzdem ja eine 3 bis 4. Also ich würde sagen eine 4 plus. Die plus deswegen, weil er eben das Tor gegen Jadmira gemacht hat. Aber ansonsten hast du ihn im Spiel auch kaum gesehen. Wenig Bindung mit den Mitspielern, hatte ich das Gefühl. Möglicherweise ist es wirklich jetzt die Frühjahrsvorbereitung, die ihn da nochmal nach vorne pusht. Und ja, vielleicht sieht man wirklich den alten Philipp Hosiner, wie damals bei der Wiener Austria, wo er eben Schützenkönig geworden ist. Und ja, ich würde es uns natürlich allen wünschen, dass die zwei dann auch noch aufgehen. Dann ja, könnte das ja doch noch eine ziemlich erfolgreiche Saison für unsere Blackies werden. Und ja, ich glaube gar nicht, dass ich das überhaupt nochmal sagen durfte, denn ja, nach den ersten Herbstpartien gerade, da sah es ja schon ganz anders aus. Aber bitte, von dem her, war es das dann auch schon wieder von mir? Ihr schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr zur Bewertung sagt. Seht ihr das ganz anders als ich? Stimmt ihr mir da eher zu? Also ich bin sehr gespannt da auf eure Meinungen. Vielleicht noch kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid. Liken, teilen, abonnieren. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Und natürlich, wenn ihr wirklich, wirklich nichts versäumen wollt, dann klickt bei YouTube. Ja, klickt ihr auf die Glocke, also die muss aktiviert werden, denn sonst kann es passieren, auch wenn ihr den Kanal schon abonniert habt, dass ihr trotzdem die aktuellen Benachrichtigungen nicht bekommt. Bedankt euch da bei YouTube dafür, die, ja, aber auf jeden Fall, die Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen. So, und von dem her war es dann auch schon wieder von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Natürlich wird es weiterhin regelmäßig oder auch ein bisschen unregelmäßig Videos hier geben. Und ja, von dem her, bis zum nächsten Mal, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, auf ein erfolgreiches Frühjahr und natürlich noch einen guten Rutsch und bis dann. Ciao, ciao.